Die Aktienmärkte sind heute ziemlich volatil. Zunächst ging es weiter nach unten, dann ein Move nach oben, dann wieder nach unten, also eine gewisse Nervosität. Aber was mich nervös macht, ist vor allem heute die Stärke des Dollars. Denn da hängt einiges dran. Für mich ist das ein Symptom der Enthebelung, die da passiert, nämlich der Enthebelung von denjenigen, die hochgehebelt sind, die hoch verschuldet sind, denn diese Schulden, die sind meistens ja in US-Dollar. Und das ist also ein Symptom von Stress, das wir hier sehen. Und jetzt haben wir gesehen, Tech-Werte sind ziemlich gecrashed. Wir haben Kryptowährungen gesehen, die ziemlich gecrashed sind. Und wenn jetzt der Dollar noch aufwertet, dann werden wir auch andere Probleme noch bekommen. Denn, wie gesagt, die Welt ist in Dollar verschuldet. Viele, viele Länder, vor allem aus den Emerging Markets, die haben ihre Schulden in Dollar laufen. Warum? Weil eben Investoren latent der jeweiligen einheimischen Währung so ein bisschen misstrauen. In Dollar ist es dann auch für internationale Investoren leichter zu investieren. Die Währung ist auch viel liquider. Also haben sie dann oft eben Dollar-Bonds rausgegeben, so auch Russland zum Beispiel. Und dementsprechend heißt das, dass die Schulden eben mehr wert werden, dass die Schulden steigen faktisch. Und das heißt für vor allem diejenigen, die stark gehebelt sind, dass die ein Riesenthema bekommen. Schauen wir uns die Geschichte mal an. Beginnen wir mit Euro-Dollar. Der ist heute jetzt unter 1,04 gefallen, Richtung Parität unterwegs. Tiefster Stand seit dem Jahr 2017. Was bedeutet das? Für deutsche Unternehmen, die exportieren, ist das eine gute Geschichte, denn da exportiert man aus einem Land, das eine schwächere Währung hat, wenn man in den Dollarraum exportiert. Aber für Importeure ist das schlecht, denn fast alles ist ja irgendwie in Dollar notiert, was man etwa an Rohstoffen kauft. Dementsprechend steigen dann die Kosten für die Importeure. Aber versetzen wir uns mal in die Lage amerikanischer Unternehmen, etwa eine Apple, die in Europa Geschäfte macht, die in China Geschäfte macht. Ja, wenn man dann zum Beispiel in Deutschland iPhones verkauft und der Euro ist schwach, aber der Dollar ist stark, dann muss Apple ja diese iPhones in Euro verkaufen und tauscht dann diese Euros in Dollars um, kriegt aber weniger Dollars dafür. Faktisch sinken also dann die Umsätze der international agierenden US-Konzerne und das schmeckt der Wall Street überhaupt nicht. Deswegen sehen wir heute auch mal den Dow Jones schwächer als andere Indizes, was ja relativ ungewöhnlich ist für die letzten Tage. Es ist nicht nur der Euro. Schauen Sie sich mal den Yuan an hier in einem Chart, der richtig explodiert in der zweiten Aprilhälfte und seitdem gibt es nur eine Richtung, die chinesische Notenbank hat heute den Referenzkurs weiter nach unten gesetzt. Für den Yuan, also Dollar-Yuan, praktisch nach oben gesetzt. Und viele fürchten eine Wiederholung der Ereignisse von 2015, als eben damals China einen großen Abwertungsschritt machte, die Märkte in Panik gerieten. Ich kann mich erinnern, wie damals Nasdaq Future, S&P Future, die sind Limit Down damals gehandelt worden, waren also mindestens 5% im Plus, dann aufgemacht, dann auf minus 7 gefallen. Nächster Circuit Breaker, also nächste Unterbrechung im Handel. Das war richtig Nervosität, die da der Fall war. Und hier sehen wir den Dollar-Index, der auf ein neues Verlaufshoch steigt. Denn nur der Yen kann heute deutlich zulegen zum Dollar. Das ist wiederum dann auch ein Zeichen für die Flucht in den vermeintlich sicheren Hafen, weil japanische Investoren offenkundig dann Auslandsinvestments zurückführen in den Yen, sodass der Yen stärker wird, der ja deshalb vielleicht eine Funktion als sicherer Hafen hat, obwohl er natürlich kein sicherer Hafen ist angesichts der Verschuldung und der Geldpolitik der Bank of Japan. Die einzige Währung, die neben dem Yen heute stärker wird, ist übrigens auch der Rubel. Jetzt auf einem 2-Jahres-Hoch hat sich jetzt mehr als verdoppelt seit März. Und jetzt werden vielleicht viele jubeln, die Russland mögen oder es mit Putin halten. Ist aber kein Grund zum Jubeln, denn je stärker der Rubel, umso stärker die holländische Krankheit. Also praktisch die Fokussierung auf Exporte, gerade eben von Rohstoffen, was andere Industrien dann kaputt macht. Holländische Krankheit eben, Beispiel Holland damals in einer Situation, als ich glaube in den 60er Jahren war es, Erdgas entdeckt wurde in Holland und alles sich sehr stark auf diesen Sektor konzentrierte und die andere Wirtschaft dann ein Problem bekam. Aber das Problem mit den Schulden, das ist ja das eigentliche Thema. Laut der Schätzung von Janice Henderson wird die Zinslast alleine in diesem Jahr um 14,5% auf 1160 Milliarden Dollar sich erhöhen. Nur durch die Zinsen. Und je mehr die Zinsen steigen, umso höher werden diese Kosten. Jetzt ist die seit Ausbruch von Corona die Staatsverschuldung in der Welt um mehr als ein Viertel gestiegen, von 52,2
im Januar 2020 auf jetzt 65,4 Billionen und wir dürften in Ende 2022 dann bei 92 Billionen Dollar landen. Nominal die höchsten Neuverschuldungen durch die USA, durch China und durch Japan, aber auch Deutschland schlägt ja relativ stark zu. Also das wird dann vor allem, je höher die Schulden in Dollar umso oder in anderen Währungen, umso heftiger wird diese ganze Geschichte. Auch für die Aktienmärkte ist das nicht wirklich gut. Oben sehen wir mal den S&P 500 und den Dollarindex invertiert, also genau andersrum. Und wir sehen, das ist aus dem Jahr 2020, von April bis Oktober 2020, ziemlicher Gleichlauf, also genau andersrum. Starker Dollar, schwacher S&P, schwache Aktienmärkte, starker Dollar. Schwacher Dollar, starker S&P, also genau andersrum. Hier sehen wir mal die Korrelation. Es gibt Jahre, wo das mal so ein bisschen aufgehoben ist. Da ist ein starker Dollar dann auch gut für den S&P 500. Aber derzeit ist das nicht der Fall, aus den ökonomischen Gründen, die ich bereits genannt habe. Denn ein starker Dollar heißt faktisch, dass US-Unternehmen im Ausland weniger verdienen und dementsprechend eben auch dann ein Bewertungsproblem bekommen könnten. Heute hat sich die US-Finanzministerin Miss Rock'n'Roll Janet Yellen geäußert und hat gesagt, die Fed hat einen Weg gefunden, wie man die Inflation nach unten bringt, ohne eine Rezession auszulösen. Ja, unbedingt. Und auch sagte sie, Inflation is number one issue facing nation. Biden Administration is number one issue, ist sozusagen oberste Priorität. Also, Fed muss alles tun, um die Inflation nach unten zu bringen. Aber das geht natürlich ohne Rezession ganz sicher. Wenn ich eine gigantische Immobilienblase habe, wenn ich eine gerade platzende Tech-Blase habe, wenn ich Konsumenten habe, die sehr stark in Aktienmärkten investiert sind, die ihr Haus als Kreditkarte benutzt haben, dass dann, wenn die Fed die Zinsen anhebt und die Bilanzsumme reduziert, alles so ganz sutsche ohne Rezession funktioniert. Das ist ein Märchen, meine Damen und Herren, was Sie unbedingt glauben sollten. Wir sehen jetzt schon erste Anzeichen schwächerer Nachfrage. Hier haben jetzt in dieser Berichtssaison, die jetzt ja abgelaufen ist, aus dem ersten Quartal, sehen wir doch eine deutliche Zunahme, wo Unternehmen sich beklagen, naja, Nachfrage ist ein bisschen schwächer geworden, schlichtweg, weil die Leute sich manches nicht mehr leisten können, eben weil die Preise so stark gestiegen sind. Und hier sehen wir Michael Santoli von CNBC, der feststellt, wir waren kurz heute beim S&P 500, auf den die Amerikaner sehr stark achten, vor der Marke von -20%. Ab -20% ist es ja ein Bärenmarkt. Und die Abverkäufe im Jahr 1998, 2011 und 2008 haben alle kurz oder zwischen 19% und 20% geendet. Ist das jetzt sozusagen ein Beleg dafür, dass die Geschichte besser läuft? Auch 2018, als die Fed schon mal versucht hatte, eben die Zinsen anzuheben, Bilanzsumme zu reduzieren, da musste dann aufgrund dieser 20% Korrektur im S&P 500 und einer Anleiherendite von 3%, ähnlich wie heutzutage, Jerome Powell sehr schnell umsteuern. Aber damals gab es keine hohe Inflation. Das ist jetzt der komplette andere Punkt. Das ist sozusagen der Gamechanger, der die Fed nicht so schnell einknicken lassen wird. Das ist das große Problem, das die Märkte haben. Und entweder ist es jetzt so, die Inflation kommt runter, dann kommt sie runter wahrscheinlich, weil wir in eine Rezession kommen. Oder wir kommen nicht in eine Rezession, dann bleibt die Inflation hoch und die Fed muss dagegen steuern. Beides nicht so gut für Risikoassets aus meiner Sicht. Schauen wir uns mal den Nasdaq an. Der hat heute zwischenzeitlich ein Minus von 30,47% von seinem Hoch gehabt. Das ist ein größerer Einbruch als während des Corona-Crashs, auch wenn dieser etwas länger gedauert hat. Und hier sehen wir mal die Anzahl von 2% Abverkäufen im Nasdaq. Da haben wir jetzt in 2022 schon 24 gehabt. Das ist eine Zahl, die nur selten übertroffen wurde. Nämlich in 7 anderen Jahren seit Anfang der 70er Jahre. Also da merkt man, da ist durchaus was im Busch, da brennt etwas, da ist eine gewisse Nervosität. Das überträgt sich dann auch auf die Investoren, die hier jetzt sehen, dass ihre Margin Accounts negativ werden. Das heißt, hier hat schon eine Enthebelung stattgefunden, die findet weiter statt. Und Margin Accounts, je weiter die zurückgehen, umso
schlechter nochmal der Kursverlauf des S&P 500. Wir sehen auch, dass Hedgefonds ihre Position deutlich reduziert haben. Und jetzt ist die Frage, ja, ist das ein Boden, wenn alle raus sind und so weiter? Ja, ich glaube, dass noch sehr, sehr viele drin sind. Das ist das Problem. Und wir haben jetzt gesehen, Tech ziemlich unter Druck, vor allem auch Apple, der Platzhirsch könnte man sagen, der Leitwolf, der vorher nicht angeschossen war, heute auch wieder unter Druck. Also es sind die Dickfische. Warum ist Apple unter Druck? Man könnte sich ja mal überlegen, dass etwa der Lockdown in China ein Riesenproblem auch für Apple sein wird. Die kriegen bestimmte Teile nicht, die können in China sowieso keine iPhones verkaufen oder deutlich weniger, wenn so wichtige Städte wie Shanghai und teilweise Peking zu sind und andere. Also das deutet darauf hin, dass da möglicherweise Stress ist, dass jetzt schon die ersten dickeren Player am Markt eben ihr Geld da rausziehen, weil sie diese Schwierigkeiten ahnen, und rausgezogen wurde Geld eben auch aus dem Kryptomarkt. Und es gibt eine noch nie so dagewesene Korrelation zwischen Nasdaq und Krypto und beide reagieren negativ auf Inflation. Das haben wir bei den Verbraucherpreisen gesehen. Heute ja die Erzeugerpreise auch wieder höher als erwartet, nominal in der Kernrate allerdings geringer. Aber sei es drum, Stocks have started exiting bubble territory. Die haben sich also aus dem Blasenterritorium so ein bisschen verabschiedet. Ja, es ist günstiger geworden, aber die Frage, was ist günstig, die kann man eigentlich nur beantworten, wenn man die Zukunft kennt. Wenn die Wirtschaft wirklich absaufen sollte, dann wäre es jetzt immer noch nicht günstig, denn dann würden in Zukunft die Unternehmen weniger verdienen. Aber Citi sagt auch, also die Returns werden muted, die werden also durchaus bescheiden sein, könnte man sagen. Insgesamt sehen wir, dass jetzt mindestens 80% oder mehr als 80% der S&P 500 in einer Korrektur von mehr als 10% sind. Die richtigen Crashes, also so ein vielleicht finaler Down-Move, so ein richtiger Rutsch, wo dann vielleicht mal 5-6% Minus auf der Apple stehen, die passieren fast immer in Situationen, wo wir ein solches Umfeld haben, wo also schon viele Aktien mindestens 10% korrigiert haben, wie Jason Gabfert hier zeigt. Und natürlich, wir sind überverkauft. Anlegersentiment sibirisch, jetzt auch der Fear and Greed Index bei 6, also schon ziemlich extreme Furcht, die hier der Fall ist. Und hier sehen wir mal, wie sich das in Zahlen niederschlägt. Apple minus 11% seit Wochenbeginn, Microsoft, Amazon, Tesla hat es auch erwischt. Also die Dickfische, die haben jetzt ein Problem. Kommen wir to something else, kommen wir zu der Energie, kommen wir zu Russland. Und da bahnt sich jetzt Stress an. Russland will kein Gas mehr durch Jamal schicken, nämlich durch den polnischen Bereich. Das wird ein Problem werden. Das wird das Gasangebot jetzt schon mal deutlich reduzieren. Und jetzt warnt eine wichtige Institution, nämlich die Internationale Energieagentur, mit einer eindringlichen Warnung vor Engpässen bei Diesel und Benzin. Bei Diesel ist das ja ohnehin schon der Fall, wie man an so massiv steigenden Preisen sieht. Aber auch Benzin könnte ein Problem werden. Dazu ein Artikel unter dem Video. Ebenso wie der Aufruf von Ottmar Issing. Inflation bedroht die Glaubwürdigkeit. Ottmar Issing sagt, die EZB ist in einer Sackgasse. Die ist da reingelaufen, kommt nicht mehr raus. Jetzt muss sie schnell umdrehen, sonst verliert sie ihre Glaubwürdigkeit. Die EZB sagt ja, wir müssen handeln. Ja, im Juli möchte man 0,25% die Zinsen anheben. Großartig. Auf Neudeutsch heißt das, machen ist wie wollen, nur krasser. Auch diesen Artikel unter dem Video. Also diese beiden Artikel. Ich sage jetzt einmal Servus und Ciao.